Nun also doch, Sarah Wagenknecht will eine Partei gründen. Das meldete heute zuerst der Spiegel. In der nächsten Woche will sie das Vorhaben in der Bundespressekonferenz vorstellen. Zunächst geht es wohl um die Gründung des Vereines BSW für Vernunft und Gerechtigkeit. Dieser Verein soll die Gründung einer Partei vorbereiten. BSW soll wohl heißen Bündnis Sarah Wagenknecht. Über das Vorhaben kann ich nun sprechen mit dem Politikwissenschaftler Konstantin Wurtmann. Guten Abend, Herr Wurtmann. Guten Abend. Nun also doch eine Partei von und mit Sarah Wagenknecht. Wie verwegen ist denn dieses Vorhaben? Naja, also zunächst muss man festhalten, dass Sarah Wagenknecht zuletzt selbst angekündigt hatte, ihre politische Karriere bei der Linken beenden zu wollen. Vor dem Hintergrund hat sie in der aktuellen Situation wenig zu verlieren und ausschließlich zu gewinnen. Man kennt ja Frau Wagenknecht schon lange in der Politik. Mit welcher Programmatik wird sie denn wohl aufwarten? Wagenknecht und ihre Partei, wenn sie denn jetzt wirklich gegründet wird, werden wahrscheinlich starke sozialpolitische Maßnahmen für besonders Geringverdienende und sozial Benachteiligte einfordern. Aber wahrscheinlich wird sie auch eine sehr starke Begrenzung der Zuwanderungspolitik einfordern, weniger Migration nach Deutschland und viel soziale Umverteilung von oben nach unten. Inwiefern könnte das, also dieses Vorhaben von Frau Wagenknecht, könnte das die Linke bei der nächsten Bundestagswahl erledigen? Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die wir jetzt so noch gar nicht absehen können. Natürlich sind sämtliche prozentualen Verluste, die die Linke derzeit erleben und erleiden könnte, existenziell bedrohlich. Viel wird davon abhängen, ob die Linke es schafft, sich nun politisch zu erneuern, personell und inhaltlich, um mit einem geschlossenen Programm zur nächsten Bundestagswahl anzutreten. Auch die Landtagswahlen in Ostdeutschland im kommenden Jahr werden da vielleicht ersten Aufschluss darüber geben, ob das denn zukunftsfähig weiterhin ist. Wie groß müssen die Sorgen bei der AfD sein, dass sie große Einbußen haben könnte? Im Juni haben Sarah Wagner, Jan-Philipp Tomaschek und ich eine Studie vorgelegt, in der wir genau das untersucht haben und festgestellt haben, dass die AfD sich große Sorgen machen muss. Und auch die ersten Reaktionen, die man nun auf Social Media etwa von Björn Höcke dazu hat verlauten können, lassen doch sehr darauf deuten, dass die Nervosität sehr zusteigt in der Partei. Man hat ja auch zuletzt immer wieder das vergiftete Angebot gemacht, Wagenknecht können doch in die AfD eintreten. Also von daher glaube ich, da liegen die Nerven gerade etwas blank. Wie groß schätzen Sie das Potenzial ein? Ich meine, da war ja davon die Rede, dass es 12 bis 15% etwa abgreifen könnte an Wählerpotenzial. Ist es nicht etwas zu hoch gegriffen? Schätzen Sie das auch so ein, dass es tatsächlich so hoch gehen könnte für so eine Wagenknecht-Partei? Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist vieles und nichts möglich. Wir wissen weder, welche konkreten Inhalte tatsächlich am Ende eine Rolle spielen werden. Wir wissen nicht, wer in dieser Partei dabei sein würde. Und wir wissen auch nicht, wie die in der Fläche tatsächlich verankert ist. Eine Partei aufzubauen ist eine sehr mühselige Aufgabe. Und auch diese Aufgabe wird in den kommenden Monaten nicht einfacher. Konkrete Zahlen, wie Potenziale aussehen könnten für eine Partei, halte ich für sehr kompliziert zum jetzigen Zeitpunkt zu bestimmen, in Teilen sogar auch etwas unseriös. Sagt Konstantin Wurtmann, der Politikwissenschaftler, zugeschaltet aus Erlangen. Ich sage danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.